zusammen. Wir sind gerade auf dem Weg zu Cat zu einem Kuchenverkauf. Hola, amigos. Willkommen zu meinem Kuchenverkauf. Wir haben Donuts, Muffins und meinen Lieblingskuchen. Milchkuchen. Wo ist der Kuchen, Cat? Oh nein! Mein Kuchen wurde gestohlen! Die schmecken fantastisch. Und die gehören alle mir. Nicht dir, Sly. Hol dir selbst welche. Ich bin so voll. Ich denke, ich mache mal die Augen zu. Oh nein! Herr Wiesel schläft hinterm Steuer. Folgt dem Sportwagen. Wir müssen ihn aufhalten. Gut festhalten, Mechaniker. Herr Wiesel, alles okay? Nicht so schlimm, Sly. Du hast nur einen Platten. Das kriegen wir wieder hin. Gecko weiß, was man da tut. Ein Pflaster auf den Reifen. Schon ist alles wieder gut. Gecko, irgendeine Spur von meinem Kuchen? Exzellente! Du hast den Kuchen gefunden. Ja, gut gemacht, Sly. Nein, nein, nein! Wer es findet, darf es behalten! Nein. Ups! Komm, Cat. Wir bringen das alles wieder zu deinem Kuchenverkauf. Also dann bis bald. Hallo zusammen. Wir haben gerade dieses große Loch gebuddelt, damit ich ein Wasserrohr reparieren konnte. Kommt mit, Mechaniker. Wir machen euch sauber. Es ist schon bald Schlafenszeit. Danke für die tolle Arbeit, Eric. Alles sauber, Mechaniker. Keine Sorge, Mechaniker. Hier gibt es keine Skorpione. Heiliger Schraubendreher! Ein riesiger Skorpion! Wartet! Ich weiß, was hier los ist. Kommt her, ihr Kleinen. Manchmal ist es anders, als man denkt. Zuerst sollten wir den ganzen Matsch von dir runterholen. Seht ihr, Mechaniker? Das ist kein riesiger Skorpion. Das ist unser Freund Eric. Jetzt sollten wir deinen Baggerarm reparieren. Werkzeug raus, wir reparieren was? Schraubendreher, Schlüssel.
Währenddessen reiben macht Spaß. Kommt schon, Mechaniker, keine Zeit zu verlieren. Wir müssen Eric schnell reparieren. Die hydraulischen Kolben machen Eric sehr stark. Hihi. Mit diesen neuen retten wir seinen Tag. Du bist repariert und kannst wieder heim. Nur fall nicht noch mal in dieses Loch hinein. Gute Arbeit, Mechaniker. Wir haben Eric wieder stark und kräftig gemacht. Bis bald. Hallo zusammen. Wir gehen heute Abend campen. Nicht weit von zu Hause. Wir müssen nur das Zelt aufbauen. Nicht so schlimm, Mechaniker. Es wird schon dunkel. Lasst uns ein Feuer machen und Marshmallows grillen. Beim Feuer machen passt gut auf, haltet Abstand und achtet drauf. Seht mal, Fiona, Feuerwehrauto und Dandy. Dann gibt es wohl einen Notfall. Feuer, Feuer, keine Panik, Leute. Dandy ist hier und kümmert sich um die Gefahr. Warte, Dandy, stopp. Das ist unser Lagerfeuer. Ups. Tut mir leid, Gecko. Ist okay, Dandy. Wir wollen ein paar Marshmallows grillen. Wollt ihr zwei vielleicht mitmachen? Ja, natürlich. Danke. Juhu. Tut mir leid, Fiona. Heilige Leiter. Fionas Steuerung ist außer Kontrolle. Bleibt alle ganz ruhig, denn die macht das. Halt dich fest, Dandy. Keine Sorge. Es läuft alles nach Plan. Der Knopf sollte die Leiter stoppen. Bringen wir Fiona in die Werkstatt und reparieren die Steuerung. Werkzeug raus, wir reparieren was. Währenddessen reimen macht Spaß. Ich glaube, Fionas Steuerung spinnt. Wir sehen uns das mal an, geschwind. Die Knöpfe kaputt und die Hebel ganz locker. Erneuern wir die und hauen alle vom Hocker. Bei denen habe ich keine Bedenken. So können die zwei wieder Feuer bekämpfen. Gut gemacht, Team. Wir haben es geschafft. Die Reparatur hat viel Spaß gemacht. Das war toll. Danke, Gecko. Nein, danke, Mechaniker. Ich liebe Marshmallows. Wir müssen los. Jemand braucht unsere Hilfe. Das war's nicht. Tut mir leid. Na ja. Wir sollten sowieso ins Bett. Bis bald. Bitte sehr, Mama Truck. Jetzt funktionieren deine Blinker wieder. Gut, dass ich immer Glühbirnen dabei habe. Das ist Molly, die mit ihrem Lieblingsspielzeug spielt. Und Baby Truck ist auch da. Ihr sollt doch teilen. Oh, Baby Truck. Du hast ein Aua, aber das wird schon wieder. Versprochen. Molly? Sehen wir uns dich mal an, Molly. Alles okay? Oh nein!
Molly verliert Öl. Ich habe das Werkzeug für die Reparatur nicht hier. Wir müssen sie zur Werkstatt bringen. Schnell! Ich werde deine Hilfe brauchen, Baby Truck. Kannst du für freie Bahn sorgen, damit ich Molly schnell zur Werkstatt bringen kann? Beeilt euch, gebt mir euer Wort. Ein Fahrzeug braucht jetzt uns sofort. Oh nein! Eric und Dylan blockieren die Straße. Danke, Eric und Dylan. Gut gemacht, Baby Truck. Werkzeug aus, wir reparieren was. Währenddessen, Reimen macht Spaß. Keine Sorge, Molly, wir sind für dich da. Gleich geht's dir wieder wunderbar. Gemeinsam reparieren wir gern jeden Freund von nah und fern. Schweißen, retten, prüfen und dann kommt alles wieder ganz schnell dran. Jetzt bist du wieder so stark wie zuvor und kein Öl tropft mehr aus dir hervor. Oh, ohne deine Hilfe hätten wir das nicht geschafft, Baby Truck. Oh, seht mal. Blaui hat den Spielzeugtruck repariert. Gut gemacht, Blaui. Und schön, dass ihr zwei teilt. Ich bin so stolz auf euch. Bis bald. Fröhliches Halloween euch allen. Willkommen in unserer schaurigen Werkstatt. Hä? Das ist bestimmt Trevor, der uns seine Halloween-Kürbisse vorbeibringt. Oh nein, jemand hat Trevors Kürbisse gestohlen. Wer macht so etwas Gemeines an Halloween? Wir helfen dir, deine Kürbisse zu suchen, Trevor. Unsere Werkstatt ist fertig dekoriert. Sieh dir das mal an. Was ist das nur für eine Frechheit? Scheinbar macht sich ein Dieb hier breit. Kommt rein zum Gruseln und für Häppchen. Mein Gruselhaus war echt ein Schnäppchen. Nicht so schnell. Das kostet einen Eimer voll Süßigkeiten. Nein, Sly, du möchtest gern Kürbisfeld. Klingt, als hätte Carrie Probleme. Komm mit, Blaui. Barry ist in Gefahr. Zeig uns den Weg. Hä? Schaurige Schraubendreher. Wir holen dich hier wieder raus, Barry. Danke, Blaui. Du bist wirklich mein Ritter ohne Furcht und Tadel. Los, los, Barry! Hilf mir, Gecko! Ich helfe Ihnen, Herr Wiesel, wenn Sie versprechen, alles Gestohlene zurückzugeben. Oh, okay. Versprochen. Bitte schön, Trevor. Jetzt können alle deine Halloween-Kürbisse bestaunen. Oh, ich hasse Kürbis. Nicht lustig. Bis bald, ihr alle. Fröhliches Halloween.
Hallo zusammen. Wir bereiten unsere Filmnacht in der Werkstatt vor. Wie sieht es aus, Oma? Die Leinwand sieht perfekt aus, Gecki. Oh, hallo, Blaui. Bitte film meine Schokoladenseite. Jetzt muss Familie Truck nur noch die Popcornmaschine bringen. Dann sind wir fertig. Baby Truck? Oh, was ist los, Liebes? Mama Truck ist in Gefahr? Los, los, Tilly, Abschleppwagen! Baby Truck, zeig uns den Weg! Heiliger Schraubendreher! Mama Truck könnte in den Fluss fallen! Wenn Freunde und Familie in Not sind, helfen wir Geckos immer geschwind. Bereit, Oma? Es funktioniert nicht. Wenn ihr Anhänger nur leichter wäre. Das ist es. Wir können Mama Trucks Ladung leichter machen, wenn wir den Mais poppen lassen. Um den Absturz schnell zu stoppen, müssen wir das Popcorn poppen. Beeil dich, Gecki. Das Popcorn muss schneller aufpoppen. Dann brauchen wir mehr Power. Es klemmt. Oh, ich weiß schon. Macht euch bereit für einen Popcornsturm. Los, los, Mama Truck. Oma, mach das schon. Yay. Oh. Das schmeckt nach Erfolg. Was für einen Film sehen wir uns an? Angriff des Gabelstaplers? Hihi, nein. Es ist eine besondere Premiere. Blauis Film über Baby Trucks mutige Rettungsaktion. Oh, ich habe gehört, die Besetzung ist fantastisch. Hallo zusammen. Wir haben die Waschanlage gerade mit einer neuen Bürste ausgestattet. Mal sehen, wie gut sie funktioniert. Hurra! Sie funktioniert wirklich gut. Gut gemacht, Mechaniker. Mit diesem neuen Motor bin ich das schnellste Wiesel der Stadt. Oh je, das gefällt mir überhaupt nicht, Mechaniker. Huch, Vorsicht, Mechaniker. Das Öl spritzt überall hin. Hilfe! Mach, dass es aufhört! Heiliger Schraubendreher! Herr Wiesel ist außer Kontrolle geraten. Oh, was für ein riesiger, ekliger Ölfleck. Wir machen den Fleck lieber schnell weg. Aber dieses Öl ist sehr klebrig. Oh, wir brauchen eine größere Bürste. Natürlich, wir nehmen die alte Bürste aus der Waschanlage. Können wir sie bitte an dir montieren, Mami Recycling? Werkzeug raus, wir bauen was.
Währenddessen reimen macht Spaß. Wir haben draußen einen Ölfleck. Mit dieser Bürste ist er gleich weg. Du kannst sie drehen und sofort ist das wieder ein sauberer Ort. Drehst du die Bürste wie im Zauber, wird unser Boden wieder sauber. Seid ihr bereit? Los, los, los! Sehr schön, Mami Recycling. Es funktioniert. Hihi. Gute Arbeit, ihr alle. Jetzt ist es hier wieder schön sauber. Hilfe. Oh, im Gegensatz zu Herrn Wiesel. Ich glaube, wir haben noch einen Kunden, Mama Recycling. Bis bald. Hallo zusammen. Oho, da stehen ja viele Fahrzeuge in der Schlange für unsere Waschanlage. Oh, danke, Bobby. Ja, Gecko hat mehr Kunden als ich. Aber wenn ich seine Waschanlage kaputt mache, müssen alle meine nutzen. Oh, Baby Truck, was kann ich heute für dich tun? Heiliger Schraubendreher! Was ist mit der Waschanlage los? Ja. Wir müssen sie abschalten. Oh nein! Unsere Waschanlage läuft weg. Oh. Oh. Oh, das ist einfach zu lustig. Oh, oh, oh. Donnerwetter, keine Frage. Wir folgen unserer Waschanlage. Oh, lass mich in Ruhe. Ich habe letzte Woche geduscht. Danke. Nein, 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 nein. Nein. Ah. Oh. Oh. Wir müssen sie überholen. Mechaniker, wir gehen jetzt rein. Mechaniker, kletter drauf und schraub die Abdeckung der Schalttafel ab. Schneidet den roten Draht durch. Nicht den gelben Draht, den roten Draht. Nicht grün, rot. Ah, hoppla hopp, wir haben die Waschanlage gestoppt. Aber, wie kriegen wir sie wieder zurück in die Werkstatt? Bis bald. Hallo zusammen. Wir besuchen heute Cat. Sie hat mich gebeten, ein paar besondere Dinge von meinem Opa mitzubringen. Und jetzt sind wir da. Wow! Oh! Cat? Bist du hier? Wir haben die Deko draußen gesehen und... Hä? Calmate, Gecko. Hä? Das ist nur eine Gesichtsfarbe für den Dia de los Muertos. Hä? Dia de los Muertos? Was ist das?
Das ist der Tag der Toten. Meine Familie feiert diesen Tag, um an unsere Angehörigen zu denken, die gestorben sind. Miama, meine Mutter, war eine Superpilotin. Das war ihr Kompass. Hast du etwas von deinem Opa? Mein Opa war ein Erfinder. Vor seinem Tod hat er die berühmte Gecko-Brille erfunden. Das ist ein kleines Gerät, mit dem man in jeder Situation besser sehen kann. Die Hupe kenne ich. Das ist Bobby Bass. Klingt, als hätte er Probleme. Oh, das ist nicht gut. Bei der Dunkelheit kann man nicht sehen. Gecko, wenn er kann. Helenas Scheinwerfer findet Bobby bestimmt. Gute Idee, Cat. Es ist trotzdem zu dunkel. Ich sehe Bobby nicht. Was würde mein Opa tun? Wir brauchen gar kein extra Licht. Jedenfalls mit unserer Gecko-Brille nicht. Da, ich sehe Bobby. Lass uns landen. Ich sage Tilly Bescheid. Zum Glück haben wir dich gehört, Bobby. Sieht so aus, als wäre dein Akku leer. Wir können ihn in meiner Basis aufladen. Perfekt, Cat. Wir nehmen Bobby mit und bald ist er wieder fit. Ein leerer Akku ist ja kein Schaden. Wir müssen dich einfach nur wieder aufladen. Bitte schön. Morgen früh ist dein Akku wieder voll. Du hast das super gemacht, Bobby, im Dunkeln zu finden, Gecko. Nur dank dir, Opa. Deine Gecko-Brille hat die Lage gerettet. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst. Dein Opa ist noch bei dir, Gecko. Ja, zum Glück ist er das. Hallo zusammen. Heute ist ein wichtiger Tag. Es ist Recycling-Tag. Oh, der Mülltag ist Müll. Oh, hallo Frosch. Wieso hat man 5 Tonnen, wenn eine reicht? Ah, oh, da kommt Mama Recycling, um alles abzuholen. Mama Recycling! Pass auf! Heiliger Schraubendreher! Arme Mama Recycling! Los, los, Tilly Abschleppwagen! Jetzt bringen wir dich wieder auf die Reifen. Verschraubt nochmal. Ihr Greifarm ist verbogen. Und sie hat viele Kratzer. Wir haben viel zu tun, Mechaniker. Werkzeug raus, wir reparieren was. Währenddessen reimen, das macht Spaß. Dein Greifarm ist etwas verbogen. Keine Sorge, das kriegen wir hingebogen. Durch Hitze wird Metall schön weich. Der Arm ist wieder gerade gleich. Zum Schluss noch etwas Lack darauf. Dann siehst du wieder wie neu aus. Der eklige Müll ist wieder da. Verschraubt nochmal. Herr Wiesel ist in seinem eigenen Müll gefangen. Ich glaube, Herr Wiesel weiß nicht, wie man richtig recycelt. Wir zeigen es ihm. Los, los, Mechaniker. Sehen Sie, Herr Wiesel, Recycling macht Spaß. Na ja, ihr seid nicht besonders gut darin. Ihr habt eins vergessen. Oh, das ist jetzt schon viel zu anstrengend. Oh, alte Suppe. Oh.
Mami Recycling. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Hallo zusammen. Ich mache eine Testfahrt mit Miles Motorrad. Und der Gasgriff klemmt immer zu. Also es ist schwer, langsam zu fahren. Stopp. Oh, wird Zeit, dass wir das reparieren. Ich sehe mal in der Werkstatt nach Einzelteilen. Kommt mit, ihr Kleinen. Upsi. Ich helfe dir bei der Suche, Oma. Das Funkgerät ist noch kaputt. Keine Sorge. Gecko repariert das. Oh, miau, wow. Sieh mal an. Ich wollte schon immer mal ein Motorrad fahren. Wuhu! Andale! Motocicleta! Hier ist es, Miles. Oma, du brauchst den Schraubendreher. Was ist los, Oma? Bist du sprachlos? Nein, Kat ist auf meinem Motorrad. Der Gasgriff klemmt. Ich kann nicht anhalten. Oh, heiliger Schraubendreher. Halte durch, Kat. Wir müssen uns beeilen. Komm schon, Gecki. Darf ich dich fliegen, Liebes? Hä? Du kannst einen Hubschrauber fliegen? Bin etwas eingerostet, aber einmal Pilotin, immer Pilotin. Kat, alles okay? Gecko, das Motorrad ist außer Kontrolle geraten. Es hält nicht an. Wir müssen es auch noch reparieren. Ich hätte erst fragen sollen. Warte, wer fliegt denn Helena? Keine Zeit für Erklärungen. Ich habe einen Plan. Oma, lass mich runter. Oh. 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 Ah, jetzt brauchen wir einen kleinen Kniff und reparieren damit Miles Gasgriff. Oh. 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 Beeil dich, Gecko. Ich mag kein Wasser. Oh. Brems jetzt, Cat. Dass ich das Motorrad ausgeliehen habe. Eigentlich ist Miles Omas Freund. Wow, du bist bestimmt Oma Gecko. Ich bin Catalina Felina, aber meine Freunde nennen mich Kat. Freut mich, dich kennenzulernen. Wenn du Motorradfahrstunden willst, frag einfach. Ich helfe dir gern. Du hast die beste Oma überhaupt. Oh, danke, Liebes. Ich mag sie, Gecki. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Hallo zusammen. Heute machen wir eine Reparaturmesse in der Werkstatt. Und Oma ist mit ihrem berühmten Apfelkuchen hier. Oh. Hallo, Herr Wiesel. Braucht Sly eine Reparatur? Reparatur? Ich brauche keine Hilfe. Sly macht viel besseres Eis als Vicky. Seht her! Oh. Oh. Fantastisch! Oh. Oh, ignorier ihn, Gecki. Mit Angeberei kommt man nicht weiter. Wir haben was zu tun. Komm, wir wechseln Vickys Reifen. Ja. Ihr steckt in der Vergangenheit fest. Reifen, willkommen in der Zukunft. Kettenfahrwerk. Bin ich nicht ein Genie? Bei meinen Schnurrhaaren, was passiert denn hier? Oh je, das Zubehör dreht durch. Oh, 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 du dumme Maschine. Muss ich denn alles selber machen? Hilfe! Komm, Oma, wir halten das Auto auf.
Werkzeug aus, wir reparieren was. Währenddessen reimen macht Spaß. Gut so, Gecky. Kletter rauf. Mit diesem Schlüssel hört's gleich auf. Die Ketten drehen sich die ganze Zeit. Wir nehmen sie ab und helfen Sly. Blaui, bring den Wagenheber her. Den braucht man in solchen Momenten sehr. Was für ein Chaos mit den Ketten. Doch diese Reifen können dich retten. Siehst du? Dieses ganze Bling-Bling oder wie du es nennen willst, bringt nichts, wenn die Grundlagen einfach nicht stimmen. Ja. Oh! Ja. Oh! Oh! Ah! Ich hatte alles unter Kontrolle. Mein Zubehör ist nur sensibel. Wie gesagt, mit Angeberei kommt man nicht weiter. Das stimmt, Oma. Bis bald. Hallo zusammen. Wir gehen heute an den Strand. Denk dran, Mechaniker. Nehmt nur mit, was wir brauchen. Macht das Tor auf, bitte sehr. Wir fahren nämlich jetzt ans Meer. Los, los, Tilly Abschleppwagen. Hihi, Grüni wartet schon sehnsüchtig auf ein Eis. Oh nein, Tilly hat eine Panne. Sehen wir mal nach. Das ist das Problem. Wir ziehen dich zum Strand und da repariere ich dich. Alles in Ordnung, Tilly? Wenn du eine Pause brauchst, ist das okay? Oh, heiliger Schraubendreher. Jetzt sitzen wir auch fest. Wir bringen dich nach Hause, Tilly, aber erst müssen wir Vicky helfen. Kein Wunder, dass du müde bist, wenn deine Zündkerze schon so alt ist. Du kannst jetzt fahren, Vicky. Wir fahren einfach an einem anderen Tag zum Strand. Wir müssen Tilly reparieren. Hi, Trevor. Könntest du uns vielleicht helfen? Ich habe eine Idee. Danke, Trevor. So gut wie neu. Unsere liebe Freundin Tilly, wir haben dich lieb. Also ruh dich gut aus von all dem Betrieb. Aber zuerst... Geht nach draußen. Ihr habt euch alle eine Belohnung verdient. Tada! Hihi! Wenn wir nicht mit unseren Freunden an den Strand können, können unsere Freunde den Strand zu uns bringen. Dann bis bald. Hallo zusammen. Seht mal, es schneit. Heute wollen wir... Vorsicht, Blaui. Warte, Tilly. Du hast keine Winterreifen dran. Seht her! Sly ist das beste Schneefahrzeug überhaupt! Wer hat den geworfen?
Dieser schreckliche Frosch und seine Mülleimer. Denen zeig ich's. Nehmt das. Wir müssen Tilly da wegholen. Schiebt Mechaniker. Zitternder Schraubendreher. Jetzt ist Tilly ein riesiger Schneeball. Oh, arme Tilly. Dir ist bestimmt kalt. Du brauchst Winterausrüstung. Kommt, Mechaniker. Werkzeug raus, wir reparieren was. Schraubendreher, Schlüssel. Währenddessen reimen macht Spaß. Wir bauen Tilly diese neue Heizung ein, dann wird ihr bald nicht mehr kalt sein. Als nächstes braucht Tilly außerdem Winterreifen und die sind echt bequem. Dann bekommt Tilly noch Schneeketten. Damit fährt sie sicher, wollen wir wetten? Ist der Notfallalarm. Jemand braucht Hilfe. Schnell auf mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns jetzt sofort. Oh nein, Herr Wiesel hat sich im Schnee festgefahren. Sollen wir Sie zurück in die Werkstatt ziehen, Herr Wiesel? Nein, sollt ihr nicht. Sly kommt sehr gut allein im Schnee zurecht. Es läuft mir den Nacken runter. Oh je, das ist nicht so cool, Herr Wiesel. Bis bald. Hallo zusammen. Heute ist Heiligabend und diese Lichter sind bereit. Juhu! Perfekt, Gecko. Es ist wunderschön, den Heiligabend mit dir und den Mechanikern zu verbringen. Wünscht euch was. Da ist eine Sternschnuppe. Ich bin nicht sicher, Cat. Oh nein, das ist der Weihnachtsmann. Oh, das war das letzte Mal, dass ich etwas bei Wiesels Werkstatt reparieren lasse. Oh, Weihnachtsmann, alles okay? Mir geht es gut, aber meinem Schlitten nicht, wie es scheint. Die Geschenke müssen bis morgen früh verteilt sein. Wir müssen den Motor in der Werkstatt austauschen. Aber mit Helenas Hilfe können wir den Schlitten fliegen lassen und unterwegs Geschenke verteilen. Werkzeug raus, wir reparieren was. Währenddessen reimen macht Spaß. Zuerst sollten wir ihn nach drinnen ziehen und bald wird er schon wieder fliegen. Die alten Kufen gehören auf den Schrott. Mit neuen machen wir ihn schnell wieder flott. Hat Helena noch ein Ersatzpaar? Die sind gleich da. Danke, Cat. Wir bringen diese Kufen hier an. Hört gut zu, dann werden wir fahren. Jetzt, Helena, wir müssen uns beeilen und diese Weihnachtsgeschenke verteilen. Erstaunlich. Danke, Gecko. Da fehlt nur eine Kleinigkeit. Oh. Danke, Weihnachtsmann. Schnell, Cat! Es ist schon bald morgen! Liebe Mechaniker, wir haben Weihnachten gerettet. Auf zur Werkstatt. Weihnachtsmann, es sieht so aus, als hätten wir noch ein Geschenk vergessen. Wirklich? Haben wir jemanden vergessen?
Es ist dein Geschenk. Frohe Weihnachten, Weihnachtsmann. Oh, danke, Gecko. Du bist wirklich ein wahrer Freund. Frohe Weihnachten. Bis zum nächsten Mal. Bitte schön, Roti. So gut wie neu. Ah, fühlt sich an, als hätte ich euch alle erst gestern gebaut. Aber keine Sorge, ich bewahre die Anleitungen hier drinnen auf. So weiß ich immer, wie ich euch reparieren kann. Titi. Aha. Wenn ich so eine Anleitung in die Hände kriege, könnte ich meinen eigenen Mechaniker bauen. Dann wäre meine Werkstatt wirklich die beste. Ah, wach auf, Sly. Ich habe einen listigen Plan. Oh, Sly, was machst du denn hier? Wo ist der Wiesel? Du hast ein Problem mit dem Auspuff? Na, wenn Herr Wiesel nicht hier ist, sehe ich mir das natürlich an. Ich kriege die Anleitung. Ich kriege die Anleitung. Gibst du mir bitte eine Zange? Gib schon auf, Mülleimer. Die Anleitung gehört jetzt mir. Puh, ich hab's. Ha, du bist repariert, Sly. Hey, Roti. Brauchst du schon wieder eine Reparatur? Was ist los, Grüni? Wow, Cat und Helena sind hier, damit wir ihre neue Ausrüstung installieren können. Macht euch bereit, Mechaniker. Grüni? Hola, Gecko! Oh, hi, Cat. Aha, Zeit für eure ganz besondere Ausrüstung. Los, los, Mechaniker! Darf ich mit ihr reden, Gecko? Danke, Cat. Was ist los, Corazon? Kann ich dir bei irgendwas helfen? Fertig und bereit für einen Testlauf. Wartet, wir können es nicht ohne Grüni testen. Manchmal fühle ich mich auch nicht so gut. Aber Traurigkeit zieht vorbei. Genau wie die Wolken. Wir sind hier unten bereit, Cat. Los, los, Helena Helikopter. Übernimm du das, Grüni. Ich glaube an dich. Gut gemacht, Cat. Das war unglaublich. Das war Grüni. Hoho. Gut gemacht, Grüni. Schnell, auf mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns. Viele brauchen uns sofort. Heiliger Schraubendreher, Mechaniker. Unsere Freunde haben alle platte Reifen. Oh je, ich glaube, die Fahrzeuge haben keine Lust mehr zu warten. Ah!
verschraubt noch mal. Ich musste noch nie so viele Reifen so schnell wechseln. Apropos schnelle Reifen, das klingt wie... Oma! Da ist mein kleiner Gecki. Und er hat gerade so viel zu tun. Woher weißt du das? Der liebe kleine Blaue hier hat's mir gesagt. Es ist okay, auch mal andere um Hilfe zu bitten. Danke euch beiden. Ich helfe gern. Genau wie du mir und allen anderen auch immer hilfst. Auf geht's, Kinder. Lasst uns loslegen. Los, los, Oma. Ja, Mechaniker, ich habe eine Idee. Viel geübt, oder, Gecki? Ich habe von der Besten gelernt. Komm bald wieder, Liebes. Danke, Oma. Das war eine reife Leistung von dir. Ha, und der Witz hätte noch etwas reifen können. So, wer hat Hunger? Du solltest dich ausruhen, Oma. Aber ich habe dein Lieblingsessen mit. Omas Apfelkuchen. Oh, hihi. Bobby? Oh nein, deine Windschutzscheibe ist kaputt. Schnell, komm mit rein. Oh, das muss wehtun. Wir müssen sie ersetzen. Mechaniker, bringt ihr bitte eine neue Windschutzscheibe? Und seid vorsichtig, dieses Glas ist sehr zerbrechlich. Seht euch meinen neuen Zahn an. Er ist aus Gold und glänzt. Ha! Geht mir aus dem Weg, Mülleimer. Gecko, sieh dir mal meinen neuen... Mein Goldzahn. Wo ist der? Der war doch so teuer. Gut gemacht, Mechaniker. Danke, dass ihr die hergebracht habt. Fertig, Bobby. Du kannst los. Mechaniker, bring dir die alte Windschutzscheibe bitte weg. Aha, gefunden. Da kommt Cat. Hola, Gecko. Hola, Mechaniker. Hi, Cat. Die Mechaniker freuen sich so sehr, dich zu sehen. Ich glaube, die Mechaniker würden gern so fliegen können wie du. Schmeiß den Müll raus, Sly. Ha, weg mit den nervigen Teilen, die in meiner schönen Werkstatt rumlagen. Das ist doch kein Müll. Du hast recht, Cat. Das können wir bestimmt noch gebrauchen. Sowas schmeißt man nicht weg. Ich sehe, dass du jetzt schon eine Idee hast, Gecko. Sagen wir einfach, ich habe hohe Ziele. Haha. Fantastisch gemacht, Team. Das ging schnell wie der Blitz. Wir haben eine Flugmaschine aus Müll gebaut. Los, los, Mechaniker. Ihr könnt jetzt fliegen und euch in den Wolken wiegen. Hahaha.
alles wieder schön sauber, jetzt wo ich den Müll los bin. Und er ist schon verschwunden. Diesen Müll werde ich nie wiedersehen. Wir sind ein gutes Team. An Land, aber jetzt auch in der Luft. Ja, Cat, du hast recht. Uns sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Haha, Erfolg, Mechaniker. Ein weiterer zufriedener Kunde. Oh nein, was für eine Katastrophe. Was ist los, Herr Wiesel? Es geht um Sly. Mein wertvoller Sportwagen hat da einen Fleck. Sly kann gern unsere Waschanlage nutzen. Ha, meine Wieselwaschanlage ist viel besser. Ha, jetzt komm schon, Silvester. Hör auf zu trödeln. Du musst hier hin. Oh, oh. Oh, nein. Ah, nicht mich, du dummer Roboter. Au. Sly. Tu etwas. Oh, nein. Du Trampeltier. Sky braucht unsere Hilfe, Blaui. Schnell, hol meinen Werkzeugkoffer. Blaui. Gib mir den Schraubenschlüssel. Diese Waschanlage ist durchgedreht. Alles okay, Herr Wiesel? Mir ging es nie besser. Bin froh, das zu hören. Ups, da ist noch ein Fleck. Mir gefällt, was du aus der Werkstatt gemacht hast, mein kleiner Gecki. Die sah zu meiner Zeit noch ganz anders aus. Haha, danke, Oma. Genießt du es, geschrubbt zu werden, Miles? Er sieht blitzsauber aus, ihr Kleinen. Hilfe, Hilfe, ich kann nicht anhalten. Herr Weasel, er hat ein Problem. Oma, warte. Danke, Roti. Bleib zurück, Kinder. Oma, fährt jetzt los. Wiesel, was ist denn das Problem? Das Gaspedal klemmt. Ich kann nicht bremsen. Hilfe! Oma, das Dachfenster. Du schaffst das, Kleiner. Hey. Oh. Gecko, halt es an. Oh, tut mir leid. Oh, das Gaspedal ist mit Kaugummi verklebt. Oh, puh. Oh, das war wirklich knapp. Unsinn. Ich hatte alles unter Kontrolle. Das hätte ich ohne dich nicht geschafft, Oma. Kein Problem, Kleiner. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Oh, danke, Oma.
gib mir den Schraubenschlüssel. Diese Schraube ist locker. Wir sollten besser los, Tilly. Wir wollen doch nicht zu spät kommen. Oh, nein, nein. Schnell hoch mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns jetzt. Mechaniker, seid ihr fit und munter für einen neuen Arbeitstag? Blaui? Verschraubt nochmal. Ich glaube, ihr schlafwandelt. Wach auf, Blaui. In einer Werkstatt ist es nicht sicher zu schlafwandeln. Blaui? 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 Hallo zusammen. Baby Truck ist hier, um mit den Mechanikern zu spielen. Jaho, hihi. Ich komme auch gleich spielen. Ich wechsle nur noch schnell Fiona Feuerwehrautos Reifen. Jemand braucht unsere Hilfe. Oh nein, da ist ein Feuer und Fiona kann nicht helfen. Ihre neuen Reifen sind noch nicht da. Was sollen wir tun? Aha, das ist es. Die Waschanlage. Baby Truck, wie würdest du es finden, wenn du heute Feuerwehrauto sein könntest? Los, los, Baby Feuerwehrauto! Alles gut, Trevor. Hab keine Angst mehr. Hier kommt Geckos Feuerwehr. Oh nein. Wir haben ein Leck. Übernimm du, Roti. Alles gut, Roti! Kein Problem, Trevor. Und gut gemacht, Baby Truck. Du machst dich echt gut als Feuerwehrauto. Bis bald zusammen. Hallo zusammen. Heute bekommt Fiona Feuerwehrauto eine Wartung. Das war ein langer Tag. Entschuldigung. So, was ist jetzt dran, Mechaniker? Oh, my God.
Oh. Ah. Ich denke, der gehört dir, Blaui. So. Wo waren wir gerade, Mechaniker? Hä? Alles fertig? Heiliger Schraubendreher. Das ging ja schnell. Heiliger Schraubendreher. Wer ist das denn? Oh, hallo, Frosch. Ist dir mein neues Auto aufgefallen? Das ist Silvester. Spitzname Sly. Hi, Silvester. Schön, dich kennenzulernen. Oh, entschuldigt uns bitte. Jemand braucht unsere Hilfe. Dylan hat Probleme auf der Baustelle. Wir werden ihm helfen. Wir sind in 0, nichts da. Ich denke, wir sollten trotzdem fahren, Mechaniker. Los, los, Tilly, Abschleppwagen. Ich frage mich, ob wir Dylan helfen können, ohne in diesen entsetzlichen Schlamm zu fahren. Ah, falscher Knopf. Aha, ich wusste, dass wir das hinkriegen. Sieh, Sly. Muss ich wirklich alles allein machen? Zieh mich hier raus, Sly. Zum Teufel mit diesem verdammten Schlamm. Keine Sorge, ihr seid schon bald wieder draußen. Los, los, Mechaniker. Vielleicht willst du mal meine Autowaschanlage besuchen, Sly? Und Sie dürfen sie auch benutzen, Herr Wiesel. Nein, danke. Oh. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Hallo zusammen. Trevor kriegt heute eine neue Ausrüstung von uns. Grüni, gibst du mir bitte... Grüni? Grüni? Grüni, wo bist du? Oh, Grüni gießt ihren Lieblingsbaum. Ha, ho, ho, aus dem Weg, Kleine. Ich werde ein neues Schnellrestaurant aufmachen. Und dieser Baum ist mir im Weg. Weg da, Mülleimer. Dieser Baum ist Geschichte. Ha. Herr Wiesel, Sie dürfen Grünis Lieblingsbaum nicht abholzen. Wieso nicht? Das ist doch nur ein dummer Baum. Weil... Au. Oh. Äpfel. Aha. Das bringt mich auf eine Idee. Trevor. Zum Schnurrhaar nochmal. Was hast du jetzt vor? Sehen Sie, Herr Wiesel, der Baum ist sehr wichtig. Daran wachsen leckere Äpfel. Man braucht doch kein Schnellrestaurant, wenn man diesen Baum hat. Denkst du, ich esse lieber einen dummen Apfel als... der ist echt lecker. Ich bin stolz auf dich, Grüni. Du warst mutig und hast den Baum beschützt. Gut gemacht. Hallo zusammen. Wir rüsten gerade unsere Waschanlage auf. Jetzt kann sie auch Lack sprühen. Okay, Mami Truck, los! Jetzt müssen wir nur warten, bis der Lack trocken ist. Was könnten wir so lange tun? Wie wär's mit einer Runde Verstecken?
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Seid ihr bereit? Ich komme! Hast du Baby Truck und die Mechaniker gesehen, Mama Truck? Wo könnten sie sein? Vielleicht sehe ich mal danach. Ha! Gefunden! Jetzt bin ich dran mit Verstecken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald! Hoho, gut gemacht, Cat. Gracias, Gecko. Wir sind heute zu Cats Geburtstag bei ihrer Basis. Wir haben einen riesen Kuchen für sie. Aber, das weiß sie noch nicht. Und alles Gute zum Geburtstag. Danke, amigos. Hurra! Oh, hurra! Oh. Hallo zusammen. Wir reparieren gerade Mami Recycling. Aber, oh, es wird schon spät. Ihr solltet hier übernachten. Kommt alle rein. Es wird langsam Zeit fürs Bett. Sie sind so aufgeregt, dass sie nicht schlafen wollen. Aber ich habe eine Idee. Erst waschen wir euch mit viel Schaum. Und dann gibt's einen schönen Traum. Und jetzt ist es Zeit zum Abtrocknen. Ich kriege dich.
So werden Sie nie schlafen. Warte mal, ich habe noch eine Idee. Müde Mechaniker kommt jetzt nach Haus. Ihr arbeitet viel, aber jetzt ruht euch aus. Liebe Mechaniker und Baby Truck, schlaft jetzt ganz schön. Ich wünsch euch gute Nacht. Gute Nacht zusammen. Hallo zusammen. Wir sind gerade in Cats Basis. Helena braucht neue Rotorblätter. Oh, wie wär's mit Musik bei der Arbeit? Jetzt müssen wir nur noch die neuen Rotorblätter montieren. Hä? Der Strom ist plötzlich aus. Bestimmt ein Stromausfall. Oh nein! Helena kann nicht fliegen. Mein Warnsystem funktioniert nicht. Was machen wir, wenn es einen Notfall gibt? Wartet mal! Ich habe eine Idee. Aus den alten Rotorblättern können wir ein Windrad bauen und Energie aus dem Wind machen. Roti, nicht loslassen. Wenn das Windrad erstmal steht, wird der Wind die Rotorblätter drehen und dabei sauberen Strom für Cats Basis generieren. Jetzt, Cat! Roti! Jetzt loslassen! Wow! Du sollst doch nicht fliegen! Haha! Hurra! Hihi! Geschafft! Dank unserer Zusammenarbeit als Team nutzen wir jetzt saubere Energien. Oh. Hallo zusammen. Wir bereiten uns auf Karneval vor. Die Mechaniker werden gerade mit ihren Kostümen fertig. Haha, was für eine tolle Jacke, Oma. Danke, Gecki. Beim Karneval geht es schließlich um die Liebe. Also, wo sind meine Freunde? Ich will ihre Kostüme sehen. Haha, eine tolle Banane. Oh, Blaui, mein Herz. Nicht so schüchtern, Grüni. Du siehst fantastisch aus. Wartet, wo ist Roti? Kommt mit, Leute! Auf die Straße mit uns! Was ist denn los, Roti? Das ist der Entwurf für dein Kostüm? Das ist fantastisch! Ja, wirklich! Es ist okay, nervös zu sein. Aber mach dir keine Sorgen, was andere denken. Beim Karneval geht es darum, sich auszudrücken und stolz darauf zu sein, wer man ist. Und ich werde immer stolz auf dich sein. Ja! Hehe! Motoren an! Oh. Hey. Los, Roti, du schaffst das! Ich bin so stolz auf euch. Weiter geht's mit dem Karneval.
das Molly. Hihi, ja, geschafft. Keine Sorge, Molly. Wir retten deinen Teddy. Kommt alle mit. Teddy ist auf Fiona. Folgt dem Feuerwehrauto. Fiona, halt an. Was zum? Haha, hau ab, Frosch. Lass mich durch. Wilbur T. Weasel überholt. Haha, nein. Die Ampel ist immer rot. Warte, Fiona. Ich muss auf deinem Dach nachsehen. Verschraubt noch mal. Er ist weg. Ah, na endlich. Sieh an. Ein neues Maskottchen für meine Fahrt mit Sly. Wo ist meine Kamera? Ich will ein Foto machen und vielleicht kann ich mit dem Teddy auch meine Scheiben putzen. Oh, wir suchen weiter, Molly. Keine Sorge. Aus dem Himmel hätten wir eine bessere Sicht. Oh. Heiliger Schraubendreher, da ist Mollys Teddy. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Wo ist der hin, Sly? Er kann doch nicht einfach verschwinden. Bis bald. Gibst du mir einen Schraubenschlüssel, Blaui? Das ist kein Schraubenschlüssel. Das ist ein Holzlöffel. Klingt wie Babytruck. Ich frage mich, weshalb sie so aufgeregt ist. Haha, ich präsentiere Wilbur T. Wiesels neuen Elektromagnet. Oh, oh. Wie schaltet man den aus? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh nein. Herr Wiesel hat ein magnetisches Problem. Alles okay, Gecko. Wenn du ihn nur ausschalten könntest, indem du den Schalter betätigst. Blaui, stopp! Ein Magnet zieht alles an, was aus Metall ist. Oh. Oh nein, Mechaniker. Oh, ich weiß, bei mir Recycling. Ich muss ihn abschalten. Aber ich darf kein Metallwerkzeug benutzen. Ha, na klar. Der Holzlöffel. Keine Sorge, Freunde. Gleich seid ihr frei. Dank meiner kleinen Holzlöffelbastelei. Ha, das wird nicht funktionieren. Geht es euch gut? Oh, super! Wir sehen uns bald zu neuen Abenteuern in Geckos Werkstatt. Bis bald! Okay, Mechaniker. Max will besser springen können. Also müssen wir seinen Motor aufrüsten. Hehehehe! Blaui, siehst du mal bitte nach, wer an der Tür ist? Wer ist es, Blaui? Ich hoffe, dir gefällt mein kleines Geschenk, Gecko. Was ist das? Ein Geschenk? Ich frage mich, von wem es ist. Wow!
Ein neuer Wagenheber. Lasst uns den ausprobieren. Dank der Feder, die ich eingebaut habe, findet ihr ihn wahrscheinlich sprunghaft. Oh, ah, oh, ah, Mechaniker! Danke, Mechaniker. Ich glaube, der Wagenheber ist ein bisschen kaputt. Warte mal. Okay, Max. Probier's mal. Hihi, man kann alles für irgendwas gebrauchen. Gute Arbeit zusammen. Wir sollten das Schild mal wieder streichen, Mechaniker. Blaui, holst du bitte die grüne Farbe und nimmst Gelbi mit aufs Dach, um zu helfen? Oh je. Fiona hat sich an der Stoßstange gestoßen. Komm rein, dann kümmern wir uns drum. Grüni, holst du bitte den extra starken Kleber? Kleber sollte nicht grün sein. Blaui und Gelbi haben bestimmt den Kleber. Schnell, Roti, geh aufs Dach. Oh, armer Roti. Wir müssen irgendwie anders aufs Dach kommen. Oh je. Was für eine klebrige Angelegenheit. Wir müssen euch befreien, bevor der Kleber ganz fest wird. Fiona, können wir uns bitte deinen Schlauch leihen? Keine Sorge, Mechaniker. Ihr seid gleich wieder frei. Gut gemacht, ihr alle. Jetzt sehen Fiona und ich beide wie neu aus.